Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ich habe die ganzen Collecticon-Karten fertig gemacht. Ich habe immer gedacht, das heißt Collection-Karten, aber nee, steht Collecticon. Na gut, und jetzt können wir sehen, ob irgendwas auf 5 gegangen ist. Das ist ein bisschen hoch. Oh, das ist stark gestiegen. Das ist auch stark gestiegen. Bisschen. Kleine Mio. Warum ist Mio eigentlich schon so weit? Aha. Ah, nichts auf 5 gestiegen? Doch. Nee. Auch nicht so viel gestiegen. Keine Mio. Harmonie-Diagramm. Machen wir mal Harmonie-Diagramm. So. Schloss Kiewis. Und Silber. 3. Das ist nicht unseres. Schade eigentlich. 4. So. Das hier ist kurz davor. Ganz ehrlich, das haben wir doch fast. 4. Nee, Sigma. Tod. Gamma. Omega. Tod. 3. Tod. 3. Tod. Tod. 15. City ist auf 3. Nee, wir haben ein paar, die kurz davor sind. Besonders hier Kolonie 4, da fehlt ja gar nichts mehr gefühlt. Und Kolonie 9 war das, ne? Genau. Ah, ne, nicht ganz, aber. Naja, Gamma ist auch noch ganz kurz davor. Gamma und 4. Na gut. Wir wollten aber jetzt mal neue Missionen angucken. Gut, wir haben wieder ein bisschen was fertig gekriegt. Wir haben das Problem, könnten wir machen. Ich möchte aber erstmal auf die Karte gucken. Wir hatten. Ups, gesehen. Hier noch Aufträge hatten. Dankbarkeit und Rache. Ach, das ist dieser komische Heini wieder, der uns immer hasste, oder? Jetzt bin ich gespannt, ob der uns mittlerweile mag. Ich wette, das ist die Aufgabe. Dahin. Oder ist jetzt der Koch? Hey Leute, ihr kommt genau richtig. Wir haben gerade echt gutes Fleisch reinbekommen. Wollt ihr was abhaben? Ja, plus ihr habt ein Prachtexemplar schon zerlegt. Wo wisst ihr das denn schon? Seid ihr etwa nur deswegen hier? Naja, wir dachten uns halt, wir könnten eventuell ein paar von diesen berühmten Filetstückchen abstauben. Dann seid ihr also tatsächlich deswegen hier. Ich werde nicht mehr. Das tut uns wirklich leid. Wir hätten uns nichts aufdrängen. Nein, nein, passt schon. Wir hatten sowieso vor, uns mit einem Festmahl bei euch zu revanchieren. Also dazu, setzt euch schon mal hin. Wir bringen dann die Leckereien. Ein ganz spezielles Luxusgericht mit extra vielen Filetstückchen. Puh, bin ich voll. So ein leckeres Fleisch habe ich im Leben noch nicht gegessen. Ich auch nicht. Es war so gut. Das war fast schon eine spirituelle Erfahrung. Besonders geht's. Besser geht's echt nicht. Ich dachte, mir fällt die Zunge ab. Voll lauter Genuss. Es war in der Tat eine denkwürdige Erfahrung, von der wir lange zehren werden. Freut mich, dass es euch so gut geschmeckt hat. Ich weiß, da weiß man, wofür man gekocht hat. Es war wirklich verzüglich. Vielen Dank was ist los? Was ist das? Ich fühle mich irgendwie gelähmt. Umgefallen. Hey, geht's euch gut? Was ist denn mit euch los? Hilfe, Sanitäter, schnell! Toll, wir wurden direkt vergiftet. Geht es euch allen gut? Gut, kann man das nicht gerade nennen. Mein ganzer Körper ist irgendwie betäubt. Oh, mir ist schlecht. Was ist gerade passiert? Sie scheinen uns ins Lazarett transportiert zu haben, während wir das Bewusstsein verloren hatten. Wir sollten mit Alexandra reden. Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Sein Blick ist super. Okay, wir wurden irgendwie so hart zerstört. Hi. Ihr könnt euch wieder bewegen, da bin ich erleichtert. Mir dreht sich immer noch alles, was denn passiert.
Tja, das ist eine ernste Angelegenheit. Also bitte hört mir erst damit genau ruhig zu. Richtig ruhig, wie auch immer. Ja, das Essen, das ihr vorhin verspeist habt, das war vergiftet. Vergiftet? Aber keine Angst, ihr seid nicht mehr in Lebensgefahr. Zum Glück konnten wir euch sehr schnell machen. Hat uns der Dreckskerl im Ernst eine Portion Gift serviert? Achso, wird gerade von Boliaris verhört. Lasst uns zu ihm gehen. Ich kann einfach nicht glauben, dass uns jemand töten wollte. Ja, das war dieser andere Assi. Der hat schon mal gesagt, dass wir irgendwann vergiftet werden. Ja, ich will wissen, wer dahinter steckt und warum. Okay. So, du hast noch was zu... Nein. Ihr habt was zu erzählen. Wir haben Hilfsgüter aus Köln nie Erotter bekommen. Yep, das ist richtig. Super, dafür müssen wir uns irgendwann mal revanchieren. Vorratslieferung. Können wir reden. So, muss ich hier noch da lang, ne? That's, it reminds me of Colony Iota in the olden times. Oh ja, das ist doch hier lang, ne? Memories. Ja, ist ja. Hier unten oder oben? Oben, na klar. Wo auch sonst. Naja, macht ja auch nur Sinn, dass er irgendwo hier rumgammelt. Auch erst ganz oben. Natürlich, ich dachte wenigstens, wenigstens in seinem eigenen Besprechungsraum. Und nö, ist ja ganz oben. Ups. So. Der Koch war es nicht. Das weiß ich ja schon. Da seid ihr. Ich bin so froh, dass ihr noch lebt. Ich habe gehört, was passiert ist. Tut mir leid, das ist ja wirklich eine unschöne Angelegenheit. Ja, genau deswegen sind wir hier. Ich kann mir vorstellen, dass ihr denkt. Was ihr denkt. Wenn man die Umstände bedenkt, bin ich wohl der Hauptverdächtige. Aber ich war es nicht, ich schwöre es euch. Bitte, glaubt mir. Ja, nur so sehr er auch sein Unschuld beteuert. Wir haben keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein könnte. Oh ja, was, würdest du noch etwas warten, bevor du ihn bestrafst oder so etwas? Was habt ihr vor? Wenn er es nicht war, dann muss es doch wohl einen anderen Täter geben, oder für nicht? Das liegt auf der Hand. Und ihr wollt diesen wahren Täter also schnappen? Sehe ich das richtig? Ja. Eigentlich liegt es ja nicht in eurer Verantwortung, aber ich verstehe, dass ihr die Wahrheit wissen wollt. Na gut, ich überlasse die Sache euch, keine Sorge. Auf Last so lassen, passen wir auf, solange die Sache nicht geklärt ist. Tut mir wirklich leid. Nur wegen mir müsst ihr jetzt... Macht euch keine Vorwürfe. Wir regeln das. Versprochen. Das würde ich ja auch gerne sagen, Mio. Aber hast du auch schon konkrete Vorstellungen, wie wir vorgehen? Also jetzt sollten wir uns an den Orten umsehen, die mit der Sache in Verbindung stehen. Mit Leuten dort sprechen. Ja, ich bin sicher, der Täter hat irgendeine Spur hinterlassen. Und wenn sie noch so klein ist... Der blöde Penner, der euch damals das sogar noch gesagt hat. Passt auf, was ihr esst. Ah, ist das so naheliegend, auch wenn es schon eine Weile her ist. Ah, Leute. So doof kann man doch nicht sein. So, Abkürzung. Hops. Hab ich ja. Ja, dann nicht drauf. Perfekt. Yep. Ah, schade, ich würde rausspringen. Don't you think it's about time for a meal? Hi. Oh, hallo. Miss Chandra, wir haben eine Frage zu dem Gift, das man uns verbreitet hat. So muss ich mich bei euch entschuldigen. Entschuldigen? Wofür denn? Das Neff-Gift, das euch untergemischt wurde, wurde aus dem Vorräten der Sanitätseinheit entwendet. Das ist ja... Eigentlich ist es kein Nervengift, sondern ein Mittel zur Schmerzbetäubung. Doch eine Überdosis könnte tödlich sein. Hast du eine Vermutung, wer das Gift entwendet haben könnte? Die ganze Sanitätseinheit hat Zugriff darauf, mich natürlich eingeschlossen. Und außerdem noch die Mitglieder der Taktikeinheit. Sie müssen sich auf ihre Mission oft im Feld versorgen, deshalb nehmen sie häufig häufig unerlaubt Schmerzmittel mit. Mann. Ich habe sie schon ein paar Mal zurechtgewiesen, aber da sie für uns ihr Leben riskieren, ist das schwierig. Das Gift stammte also aus der Sanitätseinheit.
Und das deutet auf einen Täter aus König 4 hin. Yep. Wir wissen doch schon, wer es ist. Ah, warum muss ich dem noch nachgehen? Kann ich nicht einfach aufs Maul hauen? Kukuri, hi. Verschämt und was ungebührlich und verfroren. No. Oha, haben Freunde kurz Zeit? Kukuri muss dann verlassen. Was denn passiert? Regst du dich über etwas irgendwen auf? Von ist Soldat in die Küche gekommen und hat heimlich rumgemunkelt. Dabei sollte doch allgemein bekannt sein, dass Küche Sperrgebiet ist. Kukuri darf rein, sonst keiner. Als hat Kakura raus hier geschrien. Da hat Eindringling Fresse zurückgeschrien und ist abgeduftet. Da ist Kakura auf flauschiges Popöchen gefallen und sitzt. Jetzt hat Popöchen Aua. Okay, klingt unangenehm. Kakura ist respektable Zugführerin. Ist ganz schrecklich schlimme Unhöflichkeit, Zugführerin so anzuschreien. Eindringling wollte sich ein paar von Lestus Filetstückchen stibitzen. Das hat er halt, also in der Küche, als Lasso dort auch mit seinem Gericht beschäftigt war? Genau, was tut zur Sache? Könntest du diesen Soldaten identifizieren? Hast du sein Gericht gesehen? Kukuri hat genau gesehen. Und dann nach 3 Sekunden wieder vergessen. Super hilfreich. Wie auch immer das war, die Sache stinkt zu Ende. Ein unhöflicher Soldat, der sich unerlaubt in die Küche aufgehalten hat. Das sollten wir auf jeden Fall mit aufbauen. So. Dann da vorne. Ich habe von dem Vorfall in der Kantine gehört. Echt schlimm. Ja, warte mal. Doch. Wir versuchen den Täter auf die Spitze zu kommen. Dann kannst du uns alles sagen, was du darüber weißt. Klar, ich weiß nicht viel, aber wenn ihr meint, das hilft euch, werde ich es euch gerne erzählen. Also das Fleisch, das ihr gegessen habt, hatte die Taktikeinheit besorgt. Es stammte von einem verhältnismäßig großen Armer. Wie üblich haben wir hier die Beute erst mal inspiziert und dann an Kukuri von der Verfügungseinheit weitergegeben. Zu diesem Zeitpunkt haben wir an dem Fleisch absolut nichts Fertiges festgestellt. Das heißt, das Fleisch ist unschuldig. Okay, zumindest ist das Fleisch unschuldig. Jetzt hätten sie gelacht. Ich werde vermuten, das Fleisch wurde erst vergiftet, nachdem wir es weitergeben haben. Also vermutlich während der Zubereitung, korrekt? Ja, das halte ich für wahrscheinlich. Aber wie gesagt, es ist nur eine Vermutung. Vielleicht steckt ja doch Lastzlo. Lastzlo, dachte. Das steht noch nicht fest. Warten wir ab, bis wir ausreichend Hinweise haben. Okay. Wir quatschen das Thema. So. Du bist noch eh, wer es ist. I'm getting peckish. Kann man keine erzählen, dass es jetzt ein anderer ist. Wir können das direkt machen, aber ich mache erstmal das vor als Lieferung. Hey! So, can we talk? Die Lieferung aus Kolonie Iota sind für viele Kolonien die langgezielte Rettung. Um uns das Zeug, das wir verteilt haben, fühlt sich gut an, wenn es den Leuten eine große Hilfe ist. Da haben wir ja eigentlich nur die Collecticon-Karten benutzt, mehr nicht. Wenn Alexandria und Kuni Iota nicht so ein gut geführtes Lager hätten, hätten wir gar nichts ausrichten können. Da ist was dran. Wenn sie es dir das ganze Lob verdient, schließlich hat sie ja auch die Karten erfunden. Das würde ich ihr aber nie ins Gesicht sagen. So ein kleines bisschen kann ich ihr arrogantes Lächeln nicht mehr abhalten. Abhalten? Schon das da? Ich mag ihr Lächeln irgendwie. Ich auch, es ist doch voll süß. Seid ihr sicher, dass ihr das gleiche Lächeln meint? Der Gesprächsverlauf verwirrt mich auch etwas. So. Okay, das war's schon. Dann hier. Hey! So, can we talk? Lass uns mal zusammenfassen, was wir alles herausgefunden haben. Erstens, das verwendete Gift stammte aus den Vorräten der Sentierseinheit. Zweitens, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das Gift während der Zubereitung des Gerichts hinzugefügt wurde. Also muss der Soldat dahinter stecken, der unerlaubt in der Küche war? Wenn das so nicht der Täter war, dann muss der andere es gewesen sein.
aber leider haben wir keine Ahnung, um wen es sich da gehandelt hat. Ein paar Hinweise haben wir schon. Zugang zum Gift hatten nur die Sanitäts- und Taktikeinheit. Dieser Soldat in der Küche hat sich laut Kokocha sehr unverschämt verhalten. Kennen wir irgendwelche außergewöhnlichen, unhöflichen Personen in der Sanitäts- oder in der Taktikeinheit? Ah, was ist denn da? Mimi, ich hab's. Ich weiß, wer der Täter war. Ja? Ja, muss es sein. Bei der Sanitätseinheit fällt mir niemand ein, aber bei der Taktikeinheit kommt nur einer in Frage. Oh, ich verstehe. Ich weiß, wen du meinst. Dann war es also... Ach Gott, wie hieß der denn? Jeremy, glaube ich, ne? Ich glaube, Jeremy hieß der. Jeremy? Ja, die Begegnung mit ihm war eindrücklich. Er wollte aus dem Blauen heraus einen Streit anfangen. Als Mitglied der Taktikeinheit wäre er leicht an das Gift gekommen. Und dass er unverschämt ist, haben wir selbst erlebt. Er hat doch sogar mal zu Mimi gesagt, sie soll sich vor Gift nachnehmen. Da hat er den Anschlag bereits geplant. Deutlicher geht's ja schon nicht mehr. Nicht so schnell, Sina. Wir haben noch lange keine Beweise dafür. Er hat uns als Feinde gesehen. Das ist ein eindeutiges Motiv. Verdammter Dreckskerl. Komm, wir suchen ihn jetzt und... Jetzt wartet doch mal. Jo, was ist denn? Beruhig dich bitte erstmal. Wir sollten zuerst noch einmal mit Laszlo sprechen. Ich bin sicher, er wartet ungeduldig auf das, was wir herausgefunden haben. Stimmt wohl. Mimi? Vielleicht hat der den ja auch gesehen. So. That was refreshing. Also wieder nach oben stapfen. Da. So, dann ist das vielleicht sogar genau die Quest, um auf Stufe 5 zu kommen. Kann das sein? Vielleicht schalten wir sogar noch wieder was frei. Ah, ist ja perfekt. Perfekt, perfekt. So, da lang. Sieht aus, als gäbe es in der Kolonie 4 immer noch Leute, die mit dem Status Quo nicht zufrieden sind. Mit dir wollte ich eigentlich keinen Frieden fangen. Lass es so wenig. Da seid ihr wieder. Bitte sagt mir, ihr habt den Täter geschnappt. Ja, davor erstmal eine Frage. Kennst du Jeremy von der Taktik erinnert? Ja, klar. Wir sind im gleichen Intervall und... Moment mal. Sagt jetzt... Sag mir nicht, der erste Täter? Das hat niemand gesagt. Doch wir halten es für möglich. Ja, aber... Jeremy wäre es schon zuzutrauen, stimmt. Ja, er scheint uns regelrecht zu hassen. Nicht nur euch, sondern womöglich auch mich. Ich habe früher zur Taktikeinheit gehört. Na, dann wurde ich im Kampf verwundet. Seitdem bin ich in der Verpflegungseinheit. Ich war damals in derselben Abteilung mit Jeremy und... Unser guter Freund Mercutio. War er es denn der Schlacht in Kolonie Psi? Weil ich mich mit euch abgebe, hasst Jeremy mich womöglich genauso sehr wie Agnus, die seinen Freund getötet haben. Beim Versuch, uns zu vergiften, wollte er also absichtlich dich in Nervinität aussehen lassen? Genug gequatscht. Der Rest kann uns der Dreckskerl persönlich erzählen, wenn ich ihn geschnappt habe. Bitte wartet. Ich würde gerne mitkommen. Bitte. Aber... Schon in Ordnung. Ich übernehme die Verantwortung. Also bringt diese elendige Angelegenheit zu Ende. Herr Scholl, vertretender Kommandeur. Vielen Dank. Gut, wo finden wir Jeremy? Wir finden ihn sicher am schnellsten, wenn wir seinen Zugführer Maxi fragen. Das ist sein direkter Vorgesetzter. Das ergibt Sinn. Dann lasst uns diesen Jeremy so schnell wie möglich festnehmen. Wieso hat sie immer noch Zweifel? Es wirkt so, als hätte sie Zweifel. Oh, so that's how they're doing. So, jetzt Abkürzung. Zack. Oh.
Schlechte Abkürzung. Schmerzhafte Abkürzung. So, wo ist der Aini? Da kann auch mit jemandem quatschen. Wunderbar. Ein Zugführer Solon wenn ihr ausfällt, ist bei der Arbeit immer korrekt und kümmert sich hier liebevoll um seine Untergebenen. Er ist einfach perfekt. So perfekt, dass man schreien will. Dann schrei doch. Irgendwie habe ich sogar Angst vor ihm, weil ich mir denke, so perfekt kann doch niemand sein. Er klingt nach einer gesunden Beziehung, die du da zu deinem Vorgesetzten hast. Oh, so that's how they're doing. So. Wo ist Maxi denn jetzt? Das ist Solon. Hä? Bin ich blind? Mission. Dankbarkeit und Rache. Maxi, was ist doch das? Warum ist es nicht auf aktiv gesetzt? Verstehe ich nicht. So, toll, muss ja wieder rein. Na toll, wieder oben. Na klar. Hätte ich mir die Abkürzung oder ja, den Umweg noch sparen können. So. Hi. Herr Zugführer, Maxi, wo ist Jeremy jetzt gerade? Achso, ich hatte gehört, Polaris hätte dich festnehmen lassen. Die Einzelheiten können wir später besprechen. Sagst du uns jetzt erstmal, wo Jeremy steckt? Er ist zusammen mit EJ auf Patrouille. Aber ihr macht nicht den Anschein, als wolltet ihr warten, bis sie zurück sind. Flaren. Nimm sie mit auf Route 3C und trefft euch mit Jeremy und Jord. Roger. Die beiden sind in der Umgebung der Wüste Danak unterwegs. Ich hoffe, ihr habt Lust auf einen kleinen, Spaziergang. Klar, wir porten uns einfach. So, da hinten. Oder? Ist das doch, oder? Ich hab keinen Rache, ja. Nein, hier. Gut, dann kriegt er jetzt auch einen aufs Maul. Glaube ich ja nicht. Ist einfach zu vergiften. Das schöne Steak. Naja, das war eher Filetstückchen. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Lecker Fleisch. So, machen wir darüber. Und stellen wir den Typen. Der wird sich wundern, warum wir noch leben. Nicht, der ist tot. Was ist denn los? Ist das Jod? Was passiert? Wo ist Jeremy? Jeremy, als er euch gesehen hat, ist er plötzlich durchgedreht. Er hat mir eins übergezogen. Wahrscheinlich wollte er mich bewusst schlagen. Auf. Dieser Dreckskerl. Jetzt macht er mich. Macht er nicht mal mehr davor, halt seinen eigenen Teamkollegen zu verletzen. Wirklich, Flaren, kannst du bitte hier bleiben und Jord bis versorgen? Stell uns, Jeremy. Kümmere dich um sie. Nein, ich. Na gut. Aber wenn Jeremy verliert, dann verpasst ihm eine Familie. Von mir mit. Schön. Seine Fußabdrücke müssten noch sichtbar sein, wenn wir uns beeilen. Let's follow them. So ein Heckenpenner. So. Oh, so that's how they're doing. Versteckt sich echt da vorne? Nee. Okay, wo versteckt der Junge sich?
Ah, schön, noch ein paar Sachen sammeln. Wenn wir schon dran vorbeilaufen, warum nicht? Wir schon mal? Nicht so ganz. Wir konnten zumindest noch ein bisschen. Ist er da hinten? Auf dieser kleinen Klippe da und will runterspringen? Na, ja, er wird angegriffen. Jeremy! Hm. Manchmal, du hast schon ewig nicht mehr an der Front gekämpft, oder? Na, dann überlass das mal besser uns. Was? Wollt ihr ihn etwa retten? Natürlich, verlass dich auf uns. In Ordnung, danke. So, und dann kriegt er eins auf die Fresse. Für uns alle mal bereit halten. So, Kurs ist weg. Kleine ist weg. Oh, jetzt fangen die Oreo zu fliegen. Jawohl. Perfekt. Jeremy, du hast versucht, sie zu vergiften, oder? Ha, wenn ihr das wisst, worauf wartet ihr dann? Das ist die Gelegenheit, mir den Rest zu geben. Kein Unsinn. Glaubst du wirklich, Mercutio hätte so etwas gewollt? Was weißt du schon, du Feigling? Hast dich ja bei der ersten Gelegenheit von der Front verabschiedet. Ein klarer Schnitt. Du wolltest nichts mehr mit mir zu tun haben. Hast mich einfach so im Stich gelassen. Du hast keinen Gedanken mehr an Mercutio verschwendet. Kein Wunder, dass du jetzt sogar mit dem Feind was paktierst? So ein Quatsch. Ich wollte doch nur. Sie ist größer als er? Das alles wäre trotzdem keine Entschuldigung dafür, dass du deine Partnerin attackierst und verletzt hast. Das lasse ich mir von einer aknischen Mörderin nicht sagen. Mimi. Erschieß mich doch, wenn du dich dann besser fühlst. Was ich damals gesagt habe, war absolut ernst gemeint. Fresse, kein Wort mehr. Aber du wirst es nicht tun. Fresse, habe ich gesagt. Wenn du es so eilig hast mit dem Sterben, kann ich dir den Gefallen tun. Scheiße. Warum? Was ist das für ein Mist? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich bin jetzt plötzlich der Verräter? Mein Freund wurde vor meinen Augen abgemetzelt. Das werde ich nie vergessen. Warum kann ich jetzt nicht abdrücken? Verloderter Drecksmist. Nehmt ihr mit, das könnt ihr mir überlassen. Es tut mir leid. Nein, es ist nicht eure Schuld, es ist niemandes Schuld. So ist das halt einfach, der Krieg. Aber irgendwann wird jemand das alles wenden, daran glaube ich. Und dieser jemand werdet ihr sein. Das war ihm insgeheim wohl bewusst. Ich stehe in eurer Schuld, aber wenn ich euch trotzdem noch um etwas bitten dürfte,
kommt noch mal einmal vorbei. Ja, das machen wir. Versprochen. Okay, haben wir geschafft. Wir sollten noch einen verpassen, warum haben wir es nicht geschafft? So, sehr schön. Stufe 5 ist fertig. Haben wir die Stufe gestiegen? Kolonie 4. Minus. So. Erde. Von Simon Isil angeführte Kolonie. Berühmt für erfahrene Soldaten und ihren Kampfgeist. So, fertig. Komplett. Und das ist auch eine gute Verbindung zu Iota. Iota hat auch zu Kolonie 30. Na gut. Wir haben auch ein paar Rohstoffe hin und her geschickt. Gut, dann sind wir erstmal soweit durch. An den Blödmann endlich gestellt und ja, wir beenden erstmal hier den Part und bis zum nächsten Mal. Ciao.